Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 4. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Heute ist Neumond, aber ich möchte erstmal erklären, warum die indischen Astrologen die Horoskopen anders berechnen. Diese Sonnenbewegung, was wir wahrnehmen, wie zum Beispiel Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, das ist nicht die Bewegung der Sonne, sondern das ist die Rotation der Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Sonne diese Bewegung macht. Das ist die scheinbare Bewegung der Sonne. Genau so ist es, wenn die Sonne durch den 12 Tierkreiszeichen sich bewegt. Die Jahresbewegung, die Sonne, wenn wir besprechen, Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock oder Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann und so weiter. Das ist auch nicht die Bewegung, die Sonne, sondern unser Planet Erde bewegt sich, kreist um die Sonne, so wie alle anderen Planeten auch. Und Planet bedeutet übersetzt beweglichen Sterne. Also unser Planet kreist um die Sonne. Und das ist die heliozentrische Weltbild. Früher haben die Menschen gedacht, dass die Sonne diese Bewegung macht. Das war damals noch die geozentrische Weltbild. Das hat sich durch Kopernikus verändert. Das war damals die kopernikanische Wende. Jetzt wissen wir, die Bewegung macht eigentlich unseren Planet Erde. Das bedeutet aber nicht, dass die Sonne gar nicht bewegt. Unsere Sonne ist ein Fixstern und bewegt sich auch natürlich viel, viel langsamer als die Planeten. Und diese Bewegung ist zwar minimal, aber eine gewisse Bewegung hat auch. Und wir haben einen höheren Sonnensystem und diese zentralen Sonne heißt Alkyone, so wie die Maya-Kalender das abberechnet. Also unserem Sonnensystem mit Planeten, also unserem Planet Erde, bewegt sich auch. Wir bewegen uns in eine zentrale Sonne durch und diese Bewegung heißt ein platonisches Jahr und ein platonisches Jahr dauert 26.000 Jahre und ergibt auch die platonischen Monate und wir befinden uns gerade im Wassermann-Zeitalter. In unseren westlichen Kulturen heißt es, dass dieser Beginn war Jahr 2000. Dann haben wir die Fischenzeitalter verlassen und jetzt leben wir im Wassermann-Zeitalter und das dauert etwa 2000 Jahre. So ähnlich haben die Mayas das auch berechnet und dieser Maya-Datum war genau exakt berechnet aus Jahr 2012, wo sie auch berechnet haben, ja, es beginnt ein neuer Monat, ein neuer platonischer Monat. Und tatsächlich ist diese Veränderung da. Es hat die Wassermann-Zeitalter begonnen und es dauert etwa 2000 Jahre und dann folgt die Steinbock-Zeitalter. Und das war diese Veränderung, natürlich als großartige Zeitwende, was wir dann 2000 oder exakte Berechnung nach Maya-Kalender 2012 wir gerade erleben. Und durch diese Bewegung, die Sonnensystem, durch diesen zentralen Sonne Alkyone, einem höheren Sonnensystem, verschiebt sich die Frühlingspunkt. Und diese ganze Verschiebung nennt man Präzession. Und die indischen Astrologen berechnen diese Präzession, weil sie sagen, die Sternbilder stehen nicht dort, wo vor 2000 Jahren gestanden ist
oder wie vor 3000 Jahren gestanden ist, und wir müssen anpassen, wir müssen das präzis berechnen. Und so rechnen die indischen Astrologen, genauso wie die Astronomen das auch berechnen, weil sie müssen auch die Sterne finden, sie können auch daneben liegen. Also diese Berechnung ist sehr präzis, die westliche Astrologie berechnet das nicht, deswegen ist dieser Unterschied. Also nicht wundern, bitte nicht wundern, wenn ich sage, Sonne, Mond oder die Planeten hier und dort sind, dass das anderes ist als in dem westlichen Horoskop. Die heutige Neumond ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Die westlichen Astrologen werden was anderes vermitteln, aber ihr könnt auch bei astronomischen Kalender oder geht auf die Seite von NASA, sie werden auch beschrieben, die Neumond ist im Steinbock. Also ihr könnt jederzeit das überprüfen. Also heute ist Neumond. Neumond bedeutet, dass für uns Mond unsichtbar ist. Warum? Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne und das strahlt wieder. Also reflektiert uns dieses Sonnenlicht. Und wenn die beiden sich treffen, in ein Tierkreis zeichnen, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten. Und für uns ist es unsichtbar. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist der Himmel, Himmelskaiser oder Sonne und die Himmelskaiserin oder Mond. Die beiden ziehen sich zurück und werden sie intim. Das geht uns nichts an, wir müssen das nicht sehen. So beschreibt es die chinesische Mythologie. Und für uns bedeutet aber auch ein gewisser Rückzug. Und dieser Rückzug dient dazu, zur Ruhe zu kommen, nach innen schauen, etwas überlegen, wie geht es weiter, wo fangen wir an, oder schlicht einfach mal zur Ruhe kommen. Und bei diesem Rückzug und dieser Ruhe haben wir ein bisschen mehr Klarheit. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, solche Momente auch nutzen, dass wir nach innen lauschen. Was sagt unser Bauchgefühl? Wie sollen wir handeln? Wie sollen wir die Entscheidungen treffen? Wie soll das weitergehen? Und dazu ist dieser Neumond sehr gut geeignet. Und das Thema gibt immer an, welchen Tierkreiszeichen das stattfindet und im einzelnen Horoskopen, in welchem Lebensbereich ist dieser Neumond. Die Tierkreiszeichen Steinbock bedeutet als Erdeelement Sicherheit und Stabilität. Steinbock ist ein bewegliches Zeichen, anderes als in westlichen Astrologie. Die indischen Astrologen sagen, es ist ein bewegliches Zeichen, in westlichen würden wir sagen, ein kardinales Tierkreiszeichen. Also wir müssen in eine Richtung uns bewegen. In welche Richtung? Da brauchen wir Ziele. Und genau das, was die Steinbock zeigt, Ziele setzen, klare Ziele und das nicht aus die Augen verlieren und ein bisschen geduldig zu sein, Ausdauer haben und so können wir unsere Ziele auch erreichen. Und das alles nach unserem Wunsch. Und dann geht es auch alles voran und da bekommen wir Anerkennung, Lob und auch Respekt. Und das ist ein Grundbedürfnis und das zeigt auch die Tierkreiszeichen Steinbock. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock, ganz logisch, Mond auch. In indischer Mythologie heißt Sonne Surya. Also ich setze Surya in Tierkreiszeichen Steinbock. Mond auch, weil es ist Neumond. Das heißt, die beiden Lichter treffen sie sich. Für Mond gibt es mehrere Namen, einer davon ist Soma. Mars ist die Kraft, was etwas in Bewegung setzt. Weil hier geht es auch um Bewegung, natürlich können wir die Mars-Energie verbinden mit Sport, Bewegung, Auto
unseren Gelenken, wenn das um Medizin handelt oder um Krankheiten handelt oder die Muskulatur, all das ist zum Mars zugeordnet. Aber weil Mars eine männliche Energie ist, bedeutet Mars auch die männlichen Personen. Mars ist noch in Tierkreiszeichen Fischen, aber nicht lange, weil Mars befindet sich im Grenzbereich und übergeht in Tierkreiszeichen wieder. Und das bedeutet für viele Männer, dass sie kurz vor einem Neuanfang stehen, dass da Umbrüche und Veränderungen kommen. Weil das um Bewegung auch handelt, bedeutet, dass wir jetzt Kraft brauchen, weil es kommt ein Schwung. In die nächste Zeit können wir damit rechnen, dass alles in Bewegung kommt. Agni ist der Feuergott. Und steht mit Mars in Verbindung. Ich setze Agni im Fischen und Agni übergeht bald zum Tierkreiszeichen wieder. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, wird aber mit ein D geschrieben. Mit zwei D heißt es schon die Erleuchtende. Ich habe nur dieses Bild, wo mit 2D geschrieben wird. Ich meine aber damit hier Planet Merkur. Merkur ist auch im Tierkreiszeichen Steinbock. Jupiter vergrößert etwas, gibt uns Chancen, Möglichkeiten und vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und öffnet die Augen auch für Ungerechtigkeiten. Indra steht in Verbindung zum Jupiter. Jupiter ist im Skorpion. Venus ist im Schütze. Lakshmi ist der Name, der mythologische Name für Venus. Lakshmi ist im Schütze und Saturn steht mit Skanda in Verbindung und Skanda oder Saturn ist auch im Schütze. Und mit Saturn ändert sich die persönlichen Planeten. Und schauen wir, wie wirkt es unserem heutigen Tag? Wie ist die Elementenverteilung? Wir haben Venus, Saturn im Feuerelement, haben wir Sonne, Mond und Merkur im Erdeelement, haben wir Jupiter und Mars im Wasserelement und von den persönlichen Planeten befindet sich keine in Luftelement. Das heißt, wenn hier die Zahl 4 ist, weil wir haben 4 Grundelemente und nur 3 betont ist, es gibt die Gleichgewicht. Und wenn wir jetzt verlieren wir den Atem und zu hektisch sind und vermeiden wir die Kommunikation, weil das steht auch mit Luftelement in Verbindung, und betonen wir die Gefühle, betonen wir die Feuer, die Begeisterung und Bewegung und versuchen wir etwas festzuhalten mit diesem Erdeelement und können wir nicht loslassen und fehlt die Luft zum Atmen, dann entsteht in unserem Körper dieser Ungleichgewicht, entsteht Spannung und wir fühlen uns unausgeglichen. Damit uns besser geht, sollen wir jetzt die Luftelement betonen, von etwas loslassen, verabschieden, was uns bedrückt, damit wir endlich aufatmen können. Dann kommen wir zum Luft
oder mal rausgehen, ein bisschen frische Luft schnappen, kommen wir auch mit Luftelement in Berührung. Dann unsere Ideen, Gedanken umsetzen, ist auch Luftelement und wie ich schon sagte, auch die Kommunikation. Aber mit Leichtigkeit, mit Humor gehört auch zum Luftelement. So können wir dafür sorgen, dass wir unsere Harmonie finden, unsere Ruhe im heutigen Tag. Jetzt kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Uranus bringt Veränderungen und Umbrüche, befindet sich im Tierkreiszeichen Widder. Mars übergeht jetzt im Widder, ist schon im Grenzbereich, bald begegnet sich mit Uranus und für viele Männer ist es wirklich große Umbrüche und Veränderungen wird das auslösen und sie stehen kurz davor. Neptun ist im Tierkreiszeichen Wassermann, zeigt die Träume, lässt sich inspirieren und das können besonders die Wassermann-Geborenen Gedanken machen, Ideen verwirklichen, kreativ zu sein. Und Pluto befindet sich im Schütze und Pluto zeigt eindeutig von alles loslassen, was Zeit, Kraft, Energie raubt und konzentriert bleiben, dann haben wir die Macht über uns, über unseren Gedanken, Gefühlen, über unserem Leben. Und mit dieser Macht können wir einiges erreichen, aber wir sollen konzentriert in Kraft bleiben und nicht zulassen, dass irgendjemand oder irgendwas diese Kraft raubt. Pluto-Energie sorgt für das Überleben, das Kreislauf des Lebens hält das Leben erhalten, aber damit das funktionieren kann, muss immer wieder etwas absterben. Man nennt auch, dass Pluto herrscht über den Tod, aber dieser Tod ist nicht die Vernichtung in dem Sinne, sondern die Notwendigkeit, das Leben zum Erhalten bleiben, in diesem konzentrierten Kraft zu bleiben und Pluto regiert auch über die Sexualität. Die heutigen Mondhaus heißt Shravana und das ist die Adler, die Sternbild Adler. Die Geschichte habe ich gestern erzählt. Altair und Vega, diese beiden lieben, die beiden haben sie sich verliebt, dann wurden sie getrennt und Deneb, die Hauptstern von Schwan, hat eine Brücke gebaut zwischen den beiden Liebenden. Und diese Altair befindet sich in Sternbild Adler. Und dieser Sternbild Adler wirkt auf dem heutigen Neumond. Wir brauchen diesen Weitblick, diesen Adlerblick. Shravana, dieser Mondhaus, heißt übersetzt hören. Zuhören. Zuhören, was anderen sagen und anderen meinen, aber zuhören, was unserer inneren Stimme sagt. Und das genau passend zu diesem Neumond. Die Verbindungen. Merkur steht mit Jupiter, eine schöne Verbindung, und das bedeutet, Gespräche führen, uns einsetzen um die Gerechtigkeit. Oder wenn das um rechtliche Lage handelt, haben wir auch Glück, weil wir können anderen überzeugen. Mond steht mit Merkur in einer Konjunktion, aber erst nach diesem Neumond. Und das wird ziemlich spät sein, weil Neumond ist exakt 22 Uhr und 4 Minuten. Dann ist die exakte Neumond und erst später, also fast könnte man sagen, kurz vor Mitternacht steht Mond in Verbindung zum Merkur und dann spüren wir intensiv unseren Gefühlen, ist auch die Bedürfnis da, über Gefühlen zu sprechen. Sonne steht mit Saturn in einer schönen Verbindung und das bedeutet Klarheit,
zu haben darüber, was uns wichtig ist, was wir befestigen möchten, was wir in Form bringen möchten. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um die gesundheitliche Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühle zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.